33 zu 22, der Sieg für die Rhein-Neckar-Löwen gegen den HC Erlangen-Rewe, präsentiert jetzt den Spieler des Tages. Und das ist mit 11 Toren heute unsere Nummer 9, Gudjon Valur. Gorgi, du hast gerade was zu mir gesagt, was man nur so unterschreiben kann. Was war das, was du gerade zu mir gesagt hast? Ja, ich kann mich nicht mehr erinnern. Das war mir schon fast klar. Du hast gesagt, endlich wieder zu Hause in der SAP-Arena. Ja, genau, stimmt. Was war das für ein Gefühl, heute endlich mal wieder hier zu spielen in der Bundesliga? Ja, es tut schon richtig gut, weil die letzten Wochen waren schon hart. Und man muss sagen, man versteht es eigentlich nicht, wie es so kommen kann, dass man 9 Spiele am Stück auswärts ist. Und es ist so wichtig, zu Hause zu spielen und Kraft zu tanken, Selbstvertrauen zu tanken und gefeiert zu werden wie heute. Und man hat auch gemerkt, dass die letzten Wochen, die haben uns schon ein bisschen, krank gemacht oder so, aber die Köpfe waren schwer. Aber mit eurer Unterstützung haben wir schon geschafft, ein ordentliches Spiel, glaube ich, zu machen. Jetzt war's. Jetzt habt ihr am Anfang nur relativ schwer ins Spiel gefunden. Erlangen war am Anfang eigentlich klar die bessere Mannschaft. Ist das so ein Spiel, was man dann auswärts vielleicht, nicht gewinnt? Kann so sein. So ist das in Göppingen gekommen. Aber wir haben eigentlich nicht so schlecht gespielt. Wir haben einfach, vor allem mich, unsere Chance nicht benutzt. Ich dachte, Nico würde mich nach Island schicken nach den ersten 15 Minuten. Aber wir haben uns dann gefangen und wir haben dann ein gutes Spiel gemacht und hoffentlich auch jetzt ein bisschen Kraft getankt für die nächsten Wochen. Jetzt kommt nach Stuttgart das Heimspiel am kommenden Donnerstag, kommen die beiden Kracher zu Hause gegen Berlin und zu Hause gegen Flensburg. Brennt ihr darauf, da zu zeigen, dass ihr gegen diese Mannschaften richtig was rausholen könnt? Es ist eine Klischee, aber wir denken wirklich jetzt von Tag zu Tag. Wir müssen uns jetzt einfach auf Stuttgart konzentrieren, damit wir bereit sind für Berlin und Flensburg. Und wir müssen wirklich jetzt alles geben auf der Platte, damit wir wieder zu dieser Leichtigkeit finden, die wir in Oktober hatten. Und das hat uns gefehlt in den letzten Wochen und Tagen. Deswegen bin ich einfach froh, dass wir heute gewonnen haben. Und wir werden auch genauso hoffentlich weitermachen am Donnerstag. Vielen, vielen Dank. Unser Spieler des Tages, da ist dein Preis. Unsere 9, Gudjon Valur.